Schmorsauerkraut mit Speck. 4 Stunden gegart und oberlecker. Wie ihr das macht, verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochstum mit Kalle. Herzlich willkommen. Für diese zarte Delikatesse benötigt ihr folgende Zutaten. 800 Gramm Sauerkraut, 130 Gramm Speck in feine Würfel geschnitten, 4 mittelgroße Zwiebeln ebenfalls in feine Würfel geschnitten, 100 ml Weißwein, 500 ml Wasser, einen gestrichenen Esslöffel Gemüsebrühepaste, selbstgemacht, ihr könnt natürlich auch Instantbrühe nehmen, das empfehle ich allerdings nicht. 4 Lorbeerblätter, 7 Wacholderbeeren, 4 Gewürznelken, 25 ml Kräuteressig und 75 Gramm Zucker. Alle Zutaten wie immer unter diesem Video nachzulesen. Und dann geht's auch schon los. Die Pflanzencreme in einem Topf erhitzen. Wenn die Pflanzencreme heiß ist, kommt der Speck hinzu und unmittelbar danach auch gleich die Zwiebeln. Das wird dann bei geschlossenem Deckel ca. 5 Minuten geschmort. Jetzt kommt das Sauerkraut hinzu, Wasser und die Gewürze. Das Ganze darf jetzt bei geschlossenem Deckel ca. 2 Stunden schon mal schmoren. Jetzt kommt noch Essig und Zucker dazu, Deckel drauf und dann noch einmal 2 Stunden schmoren. Jetzt Lorbeerblätter, Nelken und Wacholderbeeren rausholen und anrichten. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wie gesagt, es ist oberlecker. Dazu gibt es einen Kasslerbraten aus dem Ofen mit Kartoffeln und Soße. Wie ich den Kasslerbraten zubereite und natürlich auch die Soße, das könnt ihr in diesem Video hier oben sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.